Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Tag persönlicher Koch. Heute mal wieder eine ganz besondere Folge. Ich bin nämlich bei Marc und die Folge ist nicht nur besonders, weil wir uns quasi jetzt auch zum ersten Mal sehen auf diese Art und Weise, sondern das hier ist, was heute abgeht. Es wird alles scharf. Das habe ich bei Amazon bestellt. So Carolina Reaper Flocken bis zu 2,2 Millionen Scoville. Ja. Marc liebt scharfes Essen und wir fangen den Tag an mit einem scharfen Omelette. Und ich war gerade ehrlich ein bisschen überrascht. Also ich wusste, dass Marc auch Kaffee-Experte ist. Also der hat eine richtig schöne Maschine und Mühle, aber er hat sogar seine eigene Kaffeesorte, seine eigene Röstung. Das heißt, ich muss gleich darauf bestehen, dass ich von ihm Kaffee gemacht bekomme. Ihr wisst ja, ich liebe es auch sehr. Und dann bin ich sehr gespannt, wie der schmeckt. Vielleicht, wer weiß, kaufe ich mir auch eine Packung von seinem Kaffee. Hier sind schon die Einkäufe. Ich habe alles Mögliche geholt. Unter anderem ist hier drin ein ganzer Fisch. Den gibt es heute Mittag. Der kommt jetzt erstmal in den Kühlschrank. Ich habe mich auf den kleinen Küchentisch mal ein bisschen eingerichtet, damit ihr auch zusehen könnt. Wir kümmern uns als erstes um die Champignons, die wir verarbeiten im Omelette. Beziehungsweise, ich glaube, wir nehmen sogar einfach nur den einen. Das geben wir dann gleich alles mit in die Pfanne, machen ein schönes Omelette, den schneiden wir einfach mal so in Scheiben, den Champignon. So Leute, falls ihr euch nicht so auskennt mit so Scoville-Einheiten und sowas, das, was ich jetzt gerade gezeigt habe, diese 2,2 Millionen Scoville, sind wirklich schon bescheuert viel und Marc geht so mit der Zunge oder so. Ja. Also der ist wirklich nicht von dieser Welt, was Schärfe angeht. Knoblauchzehe, auch nur die halbe. Dann natürlich Chili. Insbesondere aufs Mittagessen freue ich mich, so viel kann ich sagen. Da muss ich gar nicht viel weiteres vorbereiten. Und jetzt der Star der Show, Sucuk. Hello. Hey, na? Na, läuft bestens. Ja? Yeah. Die Chili habe ich auch noch gekauft, die ist aber sogar für mich nicht super scharf. Das heißt, die Chilischoten kommen, die Flocken kommen auf jeden Fall auch schon zum Einsatz. Hast du noch eine kleine Überraschung beim Bäcker geholt? Okay. Als Begleitung, also das wird lecker auf jeden Fall. Und hier verkühle ich schnell. Ja, wie viele Eier mache ich jetzt? Ja, wir machen 4. Ich habe so viel Füllung. Dann mache ich hier drüben mal den Herd an. Mittlere Flamme. Das kommt jetzt gleich zum Einsatz. Ich rieche mal dran. Es ist schon so, dass man es auf jeden Fall merkt. Oh, richtig schön italienische Butter im Kühlschrank. Ich nehme hiervon ein bisschen Butter ab und gebe die mal in die Pfanne zum Heißwerden. Dann verquirle ich hier schnell die Eier. Mein rechtes Nasenloch ist einfach so richtig am Kribbeln davon, dass ich gerade an den verrückten Chilischoten gerochen habe. Und dann geben wir auch schon mal die ersten Sachen in die Pfanne. Zwiebeln, Champignons, die Chili können wir auf jeden Fall auch mit antoasten. Alles hat gute Temperatur, dann geben wir jetzt das Ei hinein. Und ab jetzt können wir das Ganze konstant in Bewegung halten und rühren. Ich glaube, die Pfanne war nicht heiß genug, aber ich hatte die auf höchster Stufe. Ich habe die nicht auf großer Fläche wahrscheinlich. Jetzt muss ich es eigentlich ein bisschen ausbacken lassen. Dann gebe ich jetzt auch noch ein bisschen Käse drauf. Dann Leute, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich habe ein bisschen schlechtes Gefühl. Marks Seite vom Omelette kommen noch die Psychoflocken. Jetzt vertausche ich so die Seiten und sterbe komplett. So, dann probieren wir das Ganze mal anzulockern von allen Seiten. Okay, aber wenn wir das Ganze gleich geschickt auf den Teller legen, passt das vielleicht. Dann halbieren wir es mal. Das ist leider ein bisschen zerfallen. Und dann, Leute, habe ich mir so richtig schönes Brot geholt. Die Pfanne wird gerade nochmal richtig heiß. Alright, dann sind wir auch gleich soweit. Wir können servieren. So Leute, da sitzen wir. Ich hoffe, ich habe die Hälfte erwischt, in der nicht unglaublich viel Carolina Reaper ist. Wir haben hier ein Omelette mit Sucuk, frischer Chili, super. Feta, an drum und dran. Dann haben wir einen Olivenring. Das war nämlich die Überraschung. Super. Gefällt dir? Ja. Ich habe mich auf jeden Fall inspirieren lassen. Du magst gerne die orientalische Küche, ja, ne? Dann lass uns loslegen. Okay. Du kannst einfach gerne den ersten Bissen nehmen. Kann ich viel sagen. Okay. Und dann geht die Kamera aus. Du kannst in Ruhe frühstücken und wir sehen uns dann zur Bewertung. Die Kamera war gerade schon aus, aber sag nochmal. Du hast das Omelette sehr, sehr gut hinbekommen. Und die Schärfe, ich mag es ja ein bisschen. Marc merkt die Schärfe, okay, sehr gut. Also wir haben jetzt fertig gefrühstückt. Und was mir besonders gut gefallen hat, war, dass das eigentlich zu trocken ist. Ja, das hast du gut hinbekommen. Es ist, also mit Eiern, also mit diesem Omelette und so, hast du schon ein paar Mal gemacht? Oder? Ja, habe ich schon ein paar Mal gemacht, ja. Okay, ist nicht ganz so einfach, besonders weil wir hier halt diese Paprika, Chili und sowas drin hatten. Sucuk, ne, das muss ja alles irgendwie aufeinander abgestimmt sein. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Schärfe, also diese Chili-Flocken, die du mit reingemacht hast, haben eigentlich das auch ganz gut getroffen. Also es war jetzt nicht zu scharf, also es war, denke ich, für den Morgen so wie ein Espresso war. Perfekt. Ey, wirklich Leute, ich habe so an der Stelle, wo ich es getrennt habe, hatte ich noch ein paar von den Chili-Flocken und ich habe eine erste Gabel gehört. Und Marc hat da wirklich die zehnfache Menge gehabt. Also, ja, ganz angenehm für den Morgen. Ja, sehr gut. Ja, für die Note. Ich meine, so gesehen, ich wüsste jetzt nicht, was man an dem Gericht halt noch verbessern könnte in dem Sinne. Von daher, ich würde es in 10 sagen, weil... Oh. Ja,
Also es ist halt, du hast das Omelette schon sehr verfeinert, das Brot war als Beilage perfekt, die Menge war auch gut, von daher super. Alright Leute, perfekt, das nenne ich mal einen guten Start in den Tag. Wir sehen uns gleich zum Mittagessen, da gibt es Fisch und Salzkruste mit. Ach schon. Okay. So, wir sind kurz vorm Mittagessen, ich habe noch ein paar Besorgungen gemacht und Marc ist jetzt so nett und macht mir einen Kaffee. Ja, also es ist kein Kaffee, Espresso. Trinkst du lieber Cappuccino? Ich bin schon der Cappuccino-Trinker, weil ich aber auch meinen Kaffee so hart eingestellt habe, dass der erst richtig lecker schmeckt mit... Mit Milch? Er ist ein bisschen kräftiger, sag ich mal. Ich hoffe, er ist nicht zu kräftig. Nee, mag ich auch sehr gerne. Mag ich auch sehr gerne, ja. Danach hast du auf jeden Fall Energie. Ja, dann habe ich Energie zum Kochen. Ich freue mich richtig schon aufs Kochen, weil das ist was ganz Neues für mich und es wird bestimmt richtig lecker. Boah, ich finde es ehrlich lecker. Ja? Mhm. Ich habe jetzt Energie, Leute. Ja. Aber richtig, richtig lecker. Das ist deine Bohne? Genau. Okay, komm, ich verlinke die mal. Ich bin mal im Gönner-Modus. Okay. Ich hau mal Marks Kaffeebohne unten rein und wir fangen jetzt an mit dem Mittagessen. Ich habe schon alles vorbereitet. Es gibt heute Mittag eine Rosé-Dorade in der Salzkruste gebacken und dazu einen Couscous Kichererbsensalat. Das sage ich so leise, weil Marc wollte überrascht werden. Lasst uns loslegen. Hier erstmal, damit ihr checkt, was abgeht. Hier ist unsere Dorade richtig groß. Die wurde schon entschuppt vom Fischverkäufer, bei dem ich heute war. Und das wird auf jeden Fall super lecker. Habe ich noch nie so gemacht. Ich habe mir aber ganz viel angeschaut und weiß da ziemlich gut, wie es geht. Das ist auch so ein klassisches Essen, was ultra fancy klingt. Aber wir brauchen, wenn ich alles richtig verstanden habe, insgesamt gerade mal eine Dreiviertelstunde. Wir fangen an, indem wir die Salzkruste vorbereiten für die Dorade. 3 Kilogramm grobes Meersalz. Wir geben dazu jetzt 4 Eiweiß und 75 Milliliter Wasser. Das knete ich jetzt alles durch. Hier ist unsere Salzmischung, die stelle ich kurz zur Seite. Und dann bereiten wir auch schon alles für die Füllung der Dorade vor. Ich habe hier eine Bio-Zitrone und schneide sie in Scheiben. Dann schnappe ich mir hier 3 Knoblauchzehen. So, wenn die Knoblauchzehen geschält sind, dann smashen wir die auch nochmal so. Kommen nämlich gleich als Ganze in den Fisch hinein und würzen so von innen das Fleisch. Dann habe ich jetzt noch ein wenig Thymian, ein bisschen Rosmarin. Und dann können wir jetzt auch schon daran machen, die Dorade zu füllen. Zitrone, Knoblauchzehen, Thymian, Rosmarin. Schnappen wir uns hier unser Backblech. Und dann formen wir jetzt quasi eine Plattform für die Dorade. 1/2 Zentimeter hoch. Dann haben wir jetzt hier unseren Fisch. Größe passt perfekt. Die Schwanzflosse schaut hinten ein bisschen drüber. Das ist überhaupt kein Problem, weil die isst man sowieso nicht mit. Und dann fangen wir auch schon an, den Fisch zu bedecken und so einen kleinen Salzpanzer außenrum zu bauen. Boah, ich liebe es wirklich, wenn sich meine Gäste hier in dem Format solche Sachen wünschen, wo ich wirklich noch was lerne und was Neues mache und so. Das gebe ich jetzt in den Ofen. Und zwar für mindestens eine halbe Stunde. Übrigens bei 200 Grad Ober-Unterhitze. 200 Milliliter Wasser machen wir heiß. Darin lösen wir gleich ein bisschen Gemüsebrühe auf. Und zwar einen Esslöffel. Der kleine Topf, den ich da gerade hatte, der ist scheinbar nicht induktionsfähig. Der ist schon schön heiß geworden. Dort hinein geben wir jetzt 200 Gramm Couscous. Lassen den jetzt einfach quellen in der Brühe. Als nächstes machen wir die Vinaigrette für unseren Salat und dafür brauchen wir Zitronensaft. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Esslöffel von dem Zitronensaft. 1,5 Teelöffel Honig, 6 Esslöffel Olivenöl. Beim Couscous war es auf jeden Fall ein bisschen zu wenig Wasser. Ich habe jetzt immer noch mal ein bisschen was dazugegeben. Und dann kommt jetzt zum Salat noch etwas Sambal Oleg. Da haue ich dann in Marks Portion noch mal ein bisschen mehr rein, aber hier gebe ich jetzt erstmal so einen gestrichenen Teelöffel hinein. Dann verrühren wir das Ganze gut. Ja. So, dann geht's weiter. Wir brauchen ein bisschen Knoblauch. Nehmen wir mal auf 2 Knoblauchzehen und dann hacke ich den ganz fein, den Knoblauch. Dann nehmen wir uns hier 3 Frühlingszwiebeln und die schneiden wir jetzt in feine Ringe. Ich glaube, das ist auch ein Essen, was meiner Mama zum Beispiel sehr gut gefallen würde. Dann haben wir noch etwas Gurke. Schneiden wir oben unten ab und vierteln die Gurke. Sobald sie geviertelt ist, schneiden wir sie in dünne Scheiben. So, die eine reicht doch auf jeden Fall. So, dann habe ich hier meine Kichererbsen. Die schütten wir jetzt ab. Und ich spüle auch noch mal in einem Sieb drüber. Na, dann holen wir mal rüber. Dann gebe ich die Kichererbsen dazu. Dazu kommt unser geschnittenes Gemüse. Und dann kommt auch schon unsere Vinaigrette drauf. Ich habe jetzt alles von der Vinaigrette verwendet. Dann salze ich den Spaß noch ein bisschen. Ich habe gerade alles in kleine Schüsselchen aufgegeben. Hier ist unendlich viel Sambal Oleg drin und Carolina Reaper Flocken. Ich habe auch probiert, meine Nase läuft ohne Ende. Und wir gucken uns jetzt an, was aus dem Fisch geworden ist. Na dann. Uiuiuiui, wow. Ui, der Thymian. Super. Und vor allem, dass da drunter ist, die ganze Feuchtigkeit ist da drin geblieben. Ne? Das ist super. Das sind aber auch ordentliche Filets da dran. Ne? Also, Papa hat mir ungefähr 100 Mal gezeigt, wie man vernünftig Fisch filetiert. Der wäre jetzt sehr enttäuscht von mir wahrscheinlich. Dann geht's auch
gleich schon los. Du kriegst noch ein bisschen frische Zitrone über den Fisch und du kriegst noch ein bisschen Schärfe über den Fisch. Stell es einfach mal an den Tisch, also dann kannst du dich noch bedienen, falls du noch was brauchst. Ich freue mich drauf. Ja, es war mir wichtig, halt was Leichteres jetzt für den Mittag zu nehmen, damit man noch leistungsfähig ist, weil sonst, wenn wir das, was wir später noch essen werden, dann wären wir auf jeden Fall im Koma. Glaube ich nämlich auch. Das wird jetzt sehr, sehr gut passen. Du kennst den Spaß, nicht zu viel sagen. Dann sehen wir uns gleich zur Bewertung. Also dann, Marc. Teller ist leer gefegt. Bin gespannt, was du sagst. Ich habe auch unter anderem Nachschlag, haben die Leute jetzt nicht gesehen, aber der Fisch war exzellent. Und das Besondere jetzt bei dem ist, wenn man es zubereitet, du kannst ja nicht nachgucken. Ja. Du musst dich drauf verlassen, dass das so alles passt. Und es war wirklich ein voller Erfolg. Wir haben den leckeren Couscous-Salat gehabt. Sehr schön auch übrigens alles klein geschnitten und sowas. Hat mir gut geschmeckt. War frisch dazu. Und alles andere war eine 10 von 10. Wirklich, das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Kombination. Und jeder, wenn ihr mal ein Projekt sucht für sonntags zum Beispiel, holt euch den Fisch, holt euch grobes Meersalz, das macht wirklich Spaß und das Produkt am Ende ist schon toll. Also wieder 10 von 10, unglaublich. Ich muss jetzt nochmal alles geben fürs Abendessen, wir sehen heute uns gleich. Abend, heute Abend geht's rund. Ja. So Freunde, dann kommen wir auch zum Abendessen. Es gibt heute Abend Burger. Ich weiß, hatten wir schon oft bei Ein Tag persönlicher Koch, aber es gibt hier eine besondere Variation. Deshalb dranbleiben, auch in der Zubereitungsart, die wir bisher noch nicht hatten, auch eine, die ihr vielleicht zu Hause nachmachen könnt. Ich habe hier drüben schon einen Topf aufgestellt mit Wasser. Erstmal muss ich jetzt ein paar Kartoffeln schälen. So, Kartoffeln sind geschält und ich schneide sie jetzt in gleich große Stücke. Jetzt bringen wir hier Wasser zum Kochen. Da salzen wir jetzt mal kräftig rein und dazu kommt jetzt ein Teelöffel Backpulver. Parallel mache ich hier drüben eine zweite Pfanne an und gebe ein bisschen Olivenöl hinein. Und dann gebe ich in das Wasser hinein die Kartoffeln für 10 Minuten. Hier muss ich mich jetzt schnell kümmern um die Sachen, die in das heiße Öl kommen. Und zwar 3 Knoblauchzehen. Und dann brauche ich noch was vom Rosmarin. Da nehme ich so etwa einen Ast, reiße mir davon die Blätter ab und dann hacke ich den Rosmarin klein. Wir wollen aber nicht, dass der Knoblauch uns verbrennt. Wir kühlen das Ganze mit ein bisschen mehr Olivenöl ab. So, und das Öl wird jetzt so infused. Jetzt gehe ich auch mit der Hitze runter. In die letzte Pfanne gebe ich jetzt eine Zwiebel, Julienne-Streifen. Und karamellisiere sie während der gesamten Zeit, in der wir alles vorbereiten. Der Länge nach den Streifen. So, ich habe jetzt die Zwiebel geschnitten. Dann geben wir ein bisschen Butter hier hinein. Und dazu unsere Zwiebeln. Und die bleiben jetzt einfach stehen. So, jetzt schütten wir mal die vorgekochten Kartoffeln ab. Dann geben wir sie in eine Schüssel. Und mit in die Schüssel kommt das Öl von Rosmarin und Knoblauch. Und das Ganze schmeißen wir jetzt ein bisschen hin und her, damit es so ein bisschen wie Kartoffelpüree außenrum bekommen. Die schlägt einfach nichts, diese Kartoffeln. So sieht das Ganze dann aus. Und das bewahren wir auf, weil wir geben es am Ende wieder dazu. Backofen ist auf 230 Grad vorgeheizt. Geben wir sie auch schon drauf. Jetzt verteilen wir die Kartoffeln so, dass jede für sich selbst liegt. Dann geht der Backofen zu. Weiter geht's mit unseren Burger Patties. So, ich habe hier 500 Gramm Hackfleisch. So, das viertel ich jetzt mal. Dann sind wir nämlich genauso bei 125 Gramm pro Viertel. Dann geben wir Salz und Pfeffer drauf. Dann haben wir unsere 1, 2, 3 Bällchen Hackfleisch. Kommt von unten Backpapier drunter und von oben welches drauf. Und ich forme damit die Patties. Top. Puh, okay. Da geht es scheinbar schon rund. Und wir flippen jetzt einfach mal alle Kartoffeln. So. Timer auf 20 Minuten. Die Burger bereite ich hier mit diesem Opti-Grill zu, auf Stufe manuell, weil ich glaube, das ist die heißeste. Ich hatte auch mal so ein Ding, war alles cool, ist aber nach einem halben Jahr einfach kaputt gegangen. Dementsprechend, solange es funktioniert, ist es gut, schlechte Qualität aber. So, das ist jetzt vorgeheizt. Röste jetzt mal ein bisschen hier schon die Burgerbrötchen an. Da reicht es auf jeden Fall von einer Seite. Breite die schon mal komplett vor. Die Kartoffeln schauen auch richtig gut aus. Dann nehmen wir jetzt auch schon unsere Patties, legen die auf und klappen zu. Die Zwiebeln sind hier jetzt richtig schön karamellisiert und darüber streue ich ein bisschen, habe ich mir überlegt, Hirtenkäse. Schmelze den so ein bisschen mit an. Dazu lege ich so ein paar Ästchen Thymian. Dafür mache ich jetzt auch schon die Hitze komplett aus und dann kommt oben drüber noch was Honig. So, das sieht soweit gut aus. Dann geben wir oben drauf Sandwichkäse, den noch ein bisschen anschmelzen. Lege jetzt schnell die Burgerbrötchen hier, weil dann gibt es ein bisschen Flatter. Ein bisschen Barbecue-Soße, Gurke. Dann kommt auch schon das Patty rüber. So, da oben drauf kommt jetzt unsere Mischung von anderen Käsesorten mit den karamellisierten Zwiebeln. Und wir sehen uns gleich, wenn angerichtet ist. Also dann, das Abendessen.
Bitte sehr. Nussbarkartoffeln. Wow. Genau. Wow. Das sieht aus wie gezeichnet. Dankeschön. Ja. Ofenkartoffeln, ein Burger. Ich habe mich bei deinen Soßen bedient. Also okay. Ich hoffe, es wird dir schmecken. Okay, und cool. Du kennst den Spaß. Nimm gerne den ersten Biss oder die erste Gabel und dann sehen wir uns gleich zur Bewertung. Wow. Was ein Traum. Das ist echt perfekt aus. Ja. Mir ist auch aufgefallen, Marc isst sehr schnell. Also Alarm doch was auf sich. Aber ich denke, jeder, der schon mal mit mir etwas gegessen hat, unabhängig davon, wie mir Essen war, wird es bezeugen können, dass die Geschwindigkeit, in der ich mein Essen zu mir nehme, etwas überdurchschnittlich ist. Nein, es war extrem lecker und Hamburger ist natürlich ist eine Sache, die ich eigentlich immer essen könnte. Immer. Ja. Und bei dem Gericht jetzt war das Brötchen sehr, sehr lecker. Dieses Brioche, was du eingekauft hast, war extrem gut. Und wir sehen das auch noch bei Victoria. Das Fleisch in der Mitte ist rosa. Und normalerweise, wenn jeder das schon mal selber gemacht hat, weiß, dass es ein bisschen schwieriger ist. Man kann ja nicht reinschauen. Und das hast du sehr, sehr gut hinbekommen. Mhm. Ja, und natürlich darf man nicht vergessen, die Kartoffel-Ecken. Ja. Das ist eine 10 von 10. Ne? Also, boah, echt? Ja, klar. Also heute muss ich sagen, also ich könnte mich daran gewöhnen, ja, du könntest wenn du jeden Tag kommen wirst, dann musst du es verpassen. Also wir haben 3 mal 10 von 10, Leute. Genau. Wie hat es dir denn heute gefallen? Ey, wirklich Hammer. Ja? Ich fand es richtig schön. Ich habe mich sehr willkommen gefühlt hier, direkt von Anfang an. Marc hat mir auch noch so ein bisschen Kaffee, Parfüms und sonst was so ein bisschen gezeigt. Parfums. Und es war ein richtig cooler Tag. Bin auch selbst sehr überzeugt vom Essen deshalb, aber 3 10 von 10 ist wirklich top. Und wir, Leute, sehen uns am nächsten Sonntag um 14 Uhr spätestens wieder zur nächsten Folge Persönlicher Koch. Tschüss. Ciao.